Also bei der Cocktailbar darf hier durchaus Schuppen haben. Das ist ja menschliche Masseur. Was für Ohne Schuppen und Fell. Das kriegen wir auch noch hin. Auch wenn es heute ein bisschen länger dauert. Es wird gebastelt. Und das ist auf jeden Fall schon richtig, das sieht ja schon. Da will ich nichts mehr dran ändern. Okay, ich muss mal noch kurz rausnehmen, damit ich mal sehe, welche was war. Das ist die Masseur-Datasette. Okay. Das steht dann gerade auf der Bühne. Das hier brauchen wir Farbe wechseln. Accessoires wechseln. Haben wir hier vielleicht schon einen menschlichen? Die Hände müssen. Der darf keine. Der muss nur bunt sein und die Mütze tragen. Kriegen wir denn die Hände hin? Und wechseln wir auch das. So, vielleicht. Probieren geht über Studieren. Okay, erstmal bei dem hier. Ab in den Datasettenschlitz. Was soll denn das? Der ist ja gar nicht lustig. Ich habe meinen Pup, ich fühle. Jetzt? Was für Buh? Was haben wir jetzt falsch gemacht? Was soll denn das für ein Clown sein? Der ist ja nicht einmal bunt. Ich habe mein Publikum entfernt. Ich fühle. Ich blick da nicht mehr durch mit den Datasetten. Wie jetzt? Was für ein Buh? Der ist jetzt die Datasette 2 ist jetzt. Ein grüner Was soll Clown denn das für ein Clown mit sein? Der ist Clown. ja nicht. Ich hab. Ich fühl. Muss doch vielleicht nur die Statur ändern. Ein grüner Clown mit Clown, das ist, muss eigentlich nur noch bunt werden, oder? Aber was? Das ist der grüne Clown mit. Der muss jetzt bunt werden. Ich kann Schuppen kriegen. Ich weiß es echt nicht mehr. Müssen wir wirklich hin und her klicken und das ausprobieren. Habt ihr noch ein bisschen Zeit? Ich weiß nicht, wie ich das schneiden werde, aber... Ich fühle. Wie? Was für Buh? Okay, aber das ist jetzt kein kräftiger Masseur.
Was denn? Wie denn? Was denn? Wie, was ist? Was läuft denn hier kaputt? Okay, ich muss mir durchmachen an dieser Stelle. Ich mach's ja ungern, aber ich muss mir einfach mal eine Komplettlösung holen. Ich blick's nicht, was ich da jetzt noch falsch habe. Was bei diesem Rätsel? Ich blick's nämlich nicht mit diesem Rätsel. Dann werde ich nicht mehr schlau draus. Okay. Damit ist die Data, wir haben jetzt die zwei Datasetten. Die eine ist definitiv schon safe. Das ist so verwirrend hier. Irgendwie verändert sich das Vorschaubild, sieht dann schon richtig aus, aber irgendwie dann doch nicht. Okay. Ja, ich vielleicht jetzt schon zu viel durcheinander gebracht, dass der jetzt der. Jetzt soll ich mir die erste Datasette nochmal holen. Es tut mir jetzt leid, dass dann. Wenn wir das Geschaffte, müssen wir das Geschaffte schon wieder rückgängig machen. Oh, war ja. Mein Kopf tut weh. Okay, ich habe mal die. Haben wir das hier drauf? Okay. Ach du Schreck. Da war wahrscheinlich vieles durcheinander gewürfelt. Und das jetzt noch wieder rückgemachbar ist. Okay. Rechts der Buch des Menschliche. Ach du Schande. Okay. Uff. Er braucht dann noch die menschliche Struktur. Okay, verstehe. Muss man die dritte Datasette einschieben. Hey, was war denn das jetzt? Okay. Das Ding, den wir gerade hatten. Braucht jetzt. Hiervon noch die menschliche Struktur. Das jetzt richtig verstehe, ist das jetzt der ideale Masseur. Okay. Da soll man drauf kommen.
Okay, dann tun wir die vielleicht schon mal weg, bevor wir hier noch was falsch machen. Haben wir ja hier schon mal auf jeden Fall die richtige Masseursache. Das war jetzt welche nochmal? Ich glaube, die war's. Das doch ist. Wie hat der doch was verwechselt? Falsch statt der Sätze. Der scheint noch nicht zufrieden. Schau dir mal das um. Wieso? Lustig. Er ist viel. Er hat Schock. Das sind doch. Ist es wirklich? Und. Auf welcher Tastatur habe ich das gespeichert? Rummelfritzel. Du wirst langsam auch zu bunt. Okay, in der Dataset enthält schon das Richtige. Was ist die Dataset? Nein. Dann muss die hier gewesen sein. Ohne Fell und ohne. Okay. Meinst du? Das ist ein Furry. Und jetzt alles zu deiner Zufriedenheit. Au. Ja! Au. Das ist ein menschlicher. Willst du mich verarschen? Bescheid, wenn die anderen beiden bereit sind. Okay? Das ist ein menschlicher Masseur ohne Fell und ohne. Okay. Okay. Nehmen wir mal so hin. Okay, jetzt haben wir noch die beiden Datasetten übrig. So. Okay, ich schätze mal, das da drüben muss so werden. Aber, die haben wir ja schon verschenkt, die Sachen. Ist ja schon. Oh Gott, ich werde dieses Rätsel nie schaffen. Okay. Ich werde in diesem Rätsel niemals im Leben fertig. Okay, der Clown muss bunt sein. Da braucht es noch seinen Hut. Und das sieht auf jeden Fall ganz richtig nach dem aus, was ich hier als Clown stehen habe. Das war die linke Datasette. Das können wir ausprobieren. Ne, die rechte war es. Nein. Das ist dann also das kuschelige Tier für den. Aber wie? Okay, das kann ich mir kaum vorstellen, dass das funktioniert. Okay, damit ist er zufrieden. Ist der auch mit dem grünen Flauschtier zufrieden? Oh, was soll das denn sein? Ein Streicheltier natürlich. Bist du irre?
Es ist schön flauschig, aber es ist kein Zobel. Ihm fehlen die typischen Zobelstreifen. Versuch's weiter. Entschuldige mich mal kurz. Okay, alles wieder gut. Bin wieder da. Okay, Zobelstreifen. Die Zobelstreifen hat hier der Typ, der da gerade massiert. Das kriegen wir nicht mehr los. Dann dürfte das ja vielleicht machbar sein. Okay, da sitzt er her. Okay, jetzt machen wir hier mal Switch. Jetzt müsste das hier klappen. So, gucken wir erstmal nach dem Clown. Wenn das dann klappt. Dem Clown. Ah ne, den Clown hatten wir ja, den hatten wir schon richtig. Der braucht seinen Masseur. Und der Masseur. Können wir hier mal das machen? Okay, da ist Seite 1. Oh, was soll das denn sein? Ein Streichel. Es ist schön flauschig. Und Zobelstreifen hat es auch. Aber es ist wie nimm es. Und dann wird doch nie aus dem anderen, dann ist doch, das ist doch nie das. Dann kriegen wir doch nie den Clown fertig. Wenn der Clown doch jetzt. Da können wir den Clown wütend machen. Das funktioniert doch dann auch nicht. Okay, das muss die Clown-Datasette sein. Das an der Farbe zu erkennen. Das kleine Tierchen. Und das hier switchen. Ist dem vielleicht egal, wie lustig der ist oder wie nicht. Okay, das war die Clown-Datasette oder? Das sieht nach dem Masseur aus. Wenn das jetzt nicht klappt, dann schau mir ein Safe Game. Bleib mir ein Safe Game runter, ich hab keinen Bock drauf. Ich muss jetzt. Wir kriegen nie alle drei gleichzeitig hin. Aber ich mache jetzt mal Schluss an der Stelle. Ich schau mir das mal an und mach das dann zur nächsten Aufzeichnung. Und ich präsentiere euch beim nächsten Mal die perfekte Lösung.
Ich schaue mir da mal das Let's Play von Kronk an. Der hat es ja schon gelöst. Vielleicht hilft mir das weiter. Oh Gott, dieses Rätsel. So, I am out. Habt noch einen tollen Tag. Haut rein. Ciao, Leute. 6,5 Stunden später. Okay. Dann finde ich jetzt hier das. Nach Stunden überlegen. Das sieht zwar immer noch nicht menschlich aus, aber. Chill-Out-Zone. Zum Spar. Okay, der wird massiert. Das scheint ihm schon zu gefallen. Und jetzt alles zu deiner Zufriedenheit. Au. Ja! Au. Sag mir Bescheid, wenn die anderen beiden bereit sind. Okay? Inwiefern der menschliche. Egal. Das ist ein Furry. So, jetzt braucht der seinen Unterhaltungstyp. Da ist ein Schlitz. So, jetzt haben wir hier den Clown. Sieht so aus. Ich wusste, dass ich das Zeug zum Erfolgsproduzenten habe. Und dabei habe ich noch nicht mal damit angefangen, Urlaube zu streichen. Okay, so sieht der aus. Hätte eigentlich mal Datasetten von innen zeigen sollen. Wäre nicht ganz schlecht gewesen. Aber so sehen sie aus. Was soll das denn sein? Ein Streicheltier natürlich. Oh ja, das ist genau richtig. War eine Es schwere ist Geburt. flauschig, hat Zobelstreifen Haben wir dann und zu gebraucht. aggressiv ist es auch nicht. Aber es scheint geklappt zu haben. Wir haben alle drei. Welch Wonne! Wir haben alle drei zusammen zufriedengestellt. So, und wenn ich jetzt richtig gesehen, wenn ich jetzt richtig denke. Müssen wir mal hier den Ältesten und mit dem noch mal reden. Ich verlange nun endlich vorgelassen zu werden. Nicht solange hier kein akzeptables Essen serviert wird. Außerdem schwimmen nach wie vor Fische in den. Okay, jetzt müssen wir den noch irgendwie dazu kriegen. Den müssen wir noch. Okay. Lecker Madenwurst. Okay, brauchst du eine Madenwurst? Hier, bitte sehr. Mit der Empfehlung vom Chef. Ah, germer Weißwurst. Und ich dachte immer, die kann unsere Küche gar nicht zubereiten. Immerhin ist die Hauptzutat ein streng gehütetes Geheimnis. Und wenn meine Vermutung stimmt, eines, das man mit ins Grab nehmen kann. Ja. Ich Kommst du jetzt mit? Nun endlich vorge nicht so lange nach. Okay, wir müssen den Fisch irgendwie rauskriegen. Ach, das ist noch das Mixrätsel. Wir müssen den Fisch noch mixen. Oh Gott, Agathe, ich kann den Drink nicht enthalten. Ich mit und es wäre. Das ist ein Mixer, oder? Den Fisch rauskriegen. Nein, stopp! Tacke! Okay, den darf nicht in den Mixer. Hm? Nein, stopp, Tackleberry! Okay, der darf nicht in den Mixer. Zwei Gläser. Ist das Glas leer? Okay,
Hier müssen wir was hin. Hier können wir das aussaufen. Die Cocktails hier sind ganz anders als bei Lonzo. Ich vermisse zum Beispiel die Stückchen. Da wollte wohl jemand den Fisch nicht mittrinken. Da. Wie kriegen wir den Fisch jetzt da raus? Oh Gott, Aga, ich kann den Drink nicht in den Mixer schütten, solange mich dieser alkoholabhängige Fisch mit seinen niedlichen Junkie-Augen anglupscht. Ich mixe dir ein neues und es wäre... So vielleicht... Genossen. Oh Gott, Agathe, ich kann nicht und es weht. Das bringt jetzt nichts. Sehr schrecklich. Nein, Stackelberg. Nein, Stackelberry Finn darf nicht in den. Aber wie? Ist das Glas leer? Okay. Okay, jetzt sieht es bei dem ziemlich leer aus. Das jetzt zurückschütten. Verdammt. Der Becher hier leer. Ich darf auf keinen Fall. Und der Fisch bleibt immer im großen Glas drin. Nee, eigentlich nicht, aber. Okay. Aber was war wie? Okay, ein 4 cm Drink. Hier, bitte sehr. Ein komplett fischfreier Drink. Was hast du denn gegen Fisch? Drinks mit Fisch? Ich wusste, es würde sich auszahlen, dass ich mich persönlich um dieses Problem kümmere. Ja, sicher, persönlich. Ich verlange nun endlich vorgelassen zu werden. Ich brauche die Audienz heute. Und du sollst sie bekommen. Immerhin habe ich die Situation hier endlich wieder im Griff. Hurra. Sag mir einfach Bescheid, wenn die anderen beiden soweit sind. Und bis dahin sind genieße bald. Ich mein Essen und Trinken in geselligem Ambiente. Na, Prost, Mahlzeit. Sind bereit. Nun endlich. Und du so immerhin hat gesagt. Und na, Prost. Okay. Nanu, was ist denn hier passiert? Ach du Schreck. Hallo? Das könnte ein Problem sein. Komisch, alle weg. Ach du Schreck. Dann wird wohl nichts aus der Audienz. Jemand zu Hause? Nein! Verschwinde! Ahnte ich es doch. Hier versteckt ihr euch also. Nicht doch die Tür auflassen. Schnell, komm rein. Okay. Hier. Au. In der Sauna.
Haha, so glitschig. Psst, jetzt! Sie sind noch da draußen! Wer ist da draußen? Phiolox! Sie sind überall! Wie konnte es nur dazu kommen? Ja, das frage ich mich auch. Aber bevor wir uns mit Schuldzuweisungen aufhalten, sollten wir uns lieber auf das Problem konzentrieren. Du hast recht. Im Ältestenrat gibt es eine Notfallkonsole. Aber wie sollen wir da jemals hinkommen? Der Weg zum Fahrstuhl ist viel zu gefährlich. Unsinn. Da draußen ist alles frei. Lüftungsgeste. Ich wüsste einen Weg. Ach du. Sag mal, musst du dich so ranschleichen? Was treibst du da überhaupt? Ich habe einen Belüftungskanal gefunden, der den ganzen Aufzugsschacht entlang führt. Kein leichter Aufstieg, aber immer noch besser als die offensichtliche Alternative. Wir müssten nur irgendwie dieses Gitter aufbekommen. Ich weiß nicht, ob die anderen mitkommen können, aber okay. Ich weiß nicht. Ach, es kommt bestimmt bald Hilfe. Und wir haben noch 2 Stunden Saunazeit übrig. Okay. Nee, so bekomme ich das nie auf. Der Wasserkeller vielleicht. Wenn ich doch nur etwas flutschiger wäre. Die klopfen schon. Rück doch. Okay. Wie kommen wir jetzt aus dieser brenzlichen Lage? Hey! Was tust du? Bah! Igitt! Hey! Okay. Aber was zum... Warum? Bin ich doch nur... etwas flutschiger wäre. Ach so. Ja. Flutschiger geht nicht.